Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3. Entschuldigung. Okay, es ist lange her und ja, ich würde sagen, wir spielen eine Runde, ne? Wo sind wir stehen geblieben? Abstoßstelle. Ich würde mal sagen 441, oder? Haut das hin? Ja, da haut hin, Junge. Dann laden wir mal die ganze Scheiße. Dann gucken wir, wo wir stehen geblieben sind. Oh, schöner Ladebildschirm. Wahnsinn. Okay. Wo sind wir? Ach ja, hier liegen ein paar Leichen. Das heißt, Lara war hier. Oh, Lara ist hier. Okay. Ja, wir haben letztes Mal einen Dino getötet. Einen Riesendino, wenn man das mal so sagen kann. Ja, der war schon gigantisch, ne? Können wir den guten Buben nochmal sehen? Auf jeden Fall liegt er irgendwo. Haben wir den getötet? Na klar, haben wir den getötet. Was ist mit meinem Gedächtnis los? Der liegt irgendwo. Ah ja, hier liegt er doch schon. Ein bisschen halb vergraben, aber er liegt hier. Was ist mit mir los? Ich habe keine Ahnung. Ich bin halt fröhlich. Ich muss über alles lachen. Ich lache über mich. Okay, ich bin ein bisschen aufgedreht. Es tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall, wir haben letztes Mal diesen T-Rex getötet und man hat mir gesagt, ich hätte den gar nicht töten brauchen. Dankeschön! Nein, danke für den Hinweis, aber ja, zu spät, ne? Ich hab ihn jetzt getötet. Meine Munition, wie sieht's denn überhaupt aus? Das ist wichtig. Achso, sowieso unendlich. Gewehr 0! Ja, super! Wir sind bestens vorbereitet. Desert Eagle, 44. Naja, das sieht doch schon gut aus. 0. Na toll, Hilfe! 400. Juti. Finde ich überhaupt noch den Raketenwerfer? Ist mir scheiße. Ja, Granaten. Super. Ohne Granatenwerfer. Und Harpune 6. Ja, ja, ich rüste mich mit der Harpune aus und mache die ganzen Viecher auf dem Land platt. Und im Wasser benutze ich meine Uzis. Ne, warte mal. Von Uzis habe ich 0. Wa? Genau. Von Uzis habe ich 0. Das geht nicht. Fackeln. Okay. Medipacks insgesamt noch 15. Wir müssen sparsam sein. Wir wissen nicht, was uns noch erwartet. Oh nein, das wissen wir nicht. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo lang. Ich hatte keine Lust, mich umzusehen. Ups, gebe ich ehrlich zu. Aber ich weiß, dass wir dort hergekommen sind. Und es sieht mir so aus, als ob es hier hoch wieder nach draußen geht. Ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen hier. Das geht ja auch nicht mehr. Lag da oben was? Ja, Fackeln ist mir aber gerade sowieso total boogie, Leute. Das sage ich euch. So, wie gehen die Steuerungen? Oh Gott, sie kompliziert. Total, ey. Ich muss hier 3 Tasten drücken. Wow. Voll kompliziert, sage ich euch. Okay, ich hoffe mal, dass wir unser Ziel gleich finden. Denn wenn nicht, dann, ja, spaziere ich eine Runde, jo, ums Flugzeug. Ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht mal die leiseste Ahnung, wo was sein könnte. Aber das soll uns ja nicht stören. Wir rennen ja einfach mal eine Runde rum. Irgendwoher bin ich gekommen. Also irgendwo war es der Anfang. Ich glaube, da geht's zum Anfang zurück. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ist sowieso schon ein bisschen länger. Ja, deswegen gucke ich mich einfach nochmal um. Kann ja nicht schaden. Ja, da bin ich hergekommen. Okay, Magmons, hier sind wir hergekommen. Falls es noch 3 andere Löcher gibt, naja, werde ich schon irgendwie auseinanderhalten, wa? Oder auch nicht. Egal. Okay, hier ist ein bisschen dunkler. Nicht, dass wir irgendein Geheim... Okay, das war die falsche Taste. Nicht, dass wir irgendein Geheimgang übersehen. Und, naja, dann wäre er nicht mehr so geheim, oder? Aber wir wollen ja... Wow! Okay, wir wollen ja jetzt nicht irgendwas übersehen. Das wäre nicht gut. Nein, nein, das wäre ganz und gar nicht gut. Ich komme mit der Steuerung nicht klar, ey. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Das ist ja grässlich. So. Sieht das nach was aus? Oh Gott, die Steuerung! Was ist denn das? Das ist ja höchst kompliziert. Ja, ja. Okay, komm ich... War das gerade ein Baumstamm? Mach mal... Mama, fuck ja, du Jude Schnute. Komm ich da hoch? Es sah gerade aus, als ob ich hier hochkommen würde. Nee, oder? 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 Scheiße! Sieht nicht ganz danach aus. Aber ich glaube, man muss ins Flugzeug rein. Ich glaube, da war noch irgendwas mit einem MG-Geschoss. Daran kann ich mich ganz genau erinnern. Warum kann ich mich erinnern? Weil meine Kindheit das geprägt hat, das sage ich euch. Nein, aber... Ja, da gab es so eine schöne Erinnerung. Wenn das in diesem Teil war, und ich dächte, dass in diesem Teil war, ja,
da werde ich euch, wenn es soweit ist, mal erklären, was für eine Erinnerung was war, falls euch das überhaupt irgendwie in der geringsten Art und Weise interessiert. Oh, 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 das sieht gut aus. Nee, das sieht schlecht aus, die fällt runter, oder? Du alle Kuh. Aber da war gerade eine Kameraeinstellung zum Baum. Wow, ein Baum. Okay, ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass wir jetzt nach rechts hangeln müssen. Aufstehen, hoch und nach hinten springen müssen, aber... Ich bin nicht mehr. Ach, probieren wir es einfach. Okay, war ja totaler Flop. Aber hey, ein Versuch war es wert. Ein Versuch war es wert. Aber ich muss doch irgendwo hoch. Oder etwa nicht. Wahrscheinlich denke ich mir sowieso wieder irgendwas aus. Aber hey. Lieber irgendwelche abstrakten Ideen haben, als gar keine Ideen zu haben. Obwohl eine abstrakte Idee zu haben, die nicht stimmt, ist auch genauso wie, als wenn ich planlos hier durchlaufe. Und ich renne planlos durch die Gegend, aber ich habe Ideen. Ich habe viele Ideen. Oh ja. Die habe ich. Na, Lara, hast du auch Ideen? Da kommt man doch hoch. Ich sehe das. Das sehe ich. Ich habe da so ein Gespür dafür entwickelt. Ich habe Lara studiert und ich weiß, ich kenne ihre Ängste, ich kenne ihre Gedanken, ich kenne alles von ihr. Ja, toll war. Oh ja, so eine kleine Schräge. Das Vibe. So, hier war nix. Richtig. Okay. Was war das gerade? Die Steuerung. Ich muss mich echt wieder an die Steuerung gewöhnen. Ich bin noch total an die Steuerung von Braid gewöhnt, deswegen wandert meine Hand auch immer zu der anderen Taste. Meine Hand, ja, meine komplette Hand. War das nicht hier mit dem Dino? Ja. Ja. Ich hoffe, ich habe alle getötet. Ich habe jetzt keine Lust, hier eine Überraschung zu erleben. Das wäre nicht gut. Ich gucke mich nochmal da drüben um. Ich habe sowieso ehrlich gesagt keine Ahnung, wohin ich muss, aber... Doch, ich habe Ideen. Aber meine Ideen helfen mir jetzt auch nicht weiter, wenn sie nicht stimmen. Beziehungsweise, ich habe Ideen, aber ich kann sie mit keinem Ort verbinden, wohin ich gehen sollen könnte. What the fuck? Oh, bitte lass alle Dinos tot sein, ey. Ich krieg gleich Herzrasen, wenn die noch leben. So, das habe ich alles schon getan. Ist das eigentlich eine Platte oder was ist das? Ich meine, das sieht nur so verdächtig aus. Hier geht's doch nicht ohne Grund hoch. Ja doch, anscheinend schon. Dankeschön. Da oben war, glaube ich, auch gar nichts. Ach Gott, Erinnerung. Ich bin so schlecht in Erinnern. Ich glaube, da war nichts. Da war doch nur ein Hebel und... Nee, warte mal, da habe ich doch den Schlüssel herbekommen, richtig? Wieso habe ich zwei Schlüssel? Was soll denn das bitte? Tuckermans Schlüssel und Bishops... kann den Namen nicht aussprechen. Das verwirrt mich jetzt aber wirklich total, ohne Scheiß. Zwei Schlüssel... Warte mal, der eine? Nee. Warum habe ich... Hä? Ich habe... Ein Schlüssel für das Flugzeug. Das könnte mir ja noch irgendwie eine Erleuchtung geben, aber der zweite Schlüssel... Naja, sehen wir, wenn es soweit ist, wa? Ich hoff's mal. So einigermaßen. Wenn nicht, dann... Ja. Habe ich einen Schlüssel. Toll. Der Schlüssel zu Laras Herzen. Ne, Lara! Wie wär's? Soll ich doch mal zum Cocktail einladen? Hier ein bisschen abfüllen und dann jetzt von das sage ich dir. Dann... Naja, dann beginnt das Erwachsenenprogramm. Komm ich hier wieder hoch? Nö! doch. Irgendwie muss ich ja hier hochkommen. Das wäre schlecht, wenn nicht. Und ihr tanzt eine Runde um die Dino. Macht hier so ein übelstes Ritual, ne? So. Beim Wasserfall war auch nicht. Da kann ich mich zum Glück noch erinnern. Nee, ich kann mich an irgendwas erinnern. Ich habe Erinnerungsvermögen. Okay, hier ist also nichts. Toll. Gut, das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. Ja, was soll denn das? Lauf gegen die Wände. Sag mal, das kannst du doch nicht machen. Gut, du heißt Lara Croft. Wenn man das mal... Dr. Watson, wenn ich mir das mal genauer betrachte, kann sie das machen. Sie ist... Lara Croft, sie ist... Sie ist... Was diese Frau alles ist, kann man gar nicht in Worte fassen.
Ihr wollt mich echt verarschen. Komm, die Brücke ist hier nicht ohne Grund. Oh doch, das ist sie, um dich in die Irre zu führen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft. Kann es sein, dass ich ein bisschen zu viel rede? Ja, kann sein, ist auch so. Gut, runter, genau. Vielleicht kommt ein Rülpser, ich spüre das. Boah, okay, kann doch keiner. Auf jeden Fall, ich habe nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, wo lang. Da komme ich her. Komme ich daher? Natürlich komme ich daher, du Backe. Das ist auch wirklich eine Irreführung. Wenn man hier schon denkt, dass hier eine Brücke ist, muss doch da hinten was sein. Nein, da ist ein leerer Gang. Ich meine, wenn ich ins Wasser springe... Oh, ich habe die Taste nach rechts gedrückt, Mann. Nicht die Vorwärtstaste. Was soll denn der Scheiß schon wieder? Weiber, ich sag's ja. Vor allem Lara Croft. Oder warte mal. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Hier drüben sowieso nicht. Nee. Das sieht schwarz aus. Ist auch schwarz. Nee. Irgendwie nicht. Toll. Okay, willkommen in Tomb Raider. Ja. Das ist so eine typische Situation eigentlich. Das Geniale ist, die meisten Spiele loben ja eigentlich Tomb Raider dafür, dass man so eine Offenheit hat, dass man hingehen kann, wo man will. Ich meine, man hat zwar einen Auftrag, irgendwie weiterzukommen und irgendwas zu töten, aber man kann... Ja, es ist ein offen... Es bleibt ein offen, ob man zuerst in den rechten Raum geht oder in den linken. Wisst ihr, oh ja, erschreckt dich, weil ich runterrutsche. Jetzt geht's wohl los. Aber es bleibt ein offen und... Gerade ist das schlecht, muss ich ehrlich sagen, denn ich, naja, planlos. Warte mal. Das sieht mir nach was aus. Das sieht... Kommst du da ran? Hier ist eine optische Täuschung, oder? Ja, wo? Ja, danke. Laura, weißt du was? Ich hasse dich, Mann. Oh, das... So, jetzt mit Anlauf. Das könnte klappen. Oder hier? Wie gesagt, Ideen. Aber das wird sowieso nicht klappen. So, speichern. Obwohl ich keinen Grund habe zu speichern. Ich habe nichts erreicht, aber egal. Okay. Das war irgendwie gar nichts. Außer, dass Lara ein paar Gramm verbrannt hat durch den Sprung. Lara, du stellst dich bestimmt jeden Morgen vorm Spiegel und denkst, oh mein Gott, ich bin zu fett! Oder irgend sowas. Ja, und ich bin zu hyperaktiv, ich stelle mich jeden Morgen vorm Spiegel und denke, es geht weit. Nee, hier war ich schon, war auch, leck mal am Arsch, doch, hier war ich schon. Aber ich denke, ich stehe jeden Morgen vorm Spiegel und denke mir so, du musst was ändern! Du bist süchtig nach Eistee und das ist nicht gut! Guck dir an, was aus dir geworden ist. Du bist hyperaktiv geworden. Du wirst immer hyperaktiver. Und du kannst nichts ändern. Und jeden Tag greife ich doch dann wieder zu meiner Sucht. Zu meinem Eistee. Und denke mir, irgendwann höre ich auf. Aber das kann warten. Das kann warten. Oh ja, und wie es warten kann. Gibt's hier irgendwie eine Kiste? Irgendwas Verborgenes. Was nicht gefunden werden darf. Wahrscheinlich nichts, oder? Nee, hier war ich ja schon. Was habe ich hier eigentlich... Ich habe hier irgendwelche Hebel runtergedrückt. Ich weiß, glaube ich, bis heute nicht, was die Hebel getan haben. Aber... Juhu. Warte mal. Was passiert, wenn ich hier wieder nach oben drücke? Das ist so eine interessante Frage. Ja, zeig's mir. Dankeschön. Tja, Leute. Also irgendwie sieht's gerade ein bisschen... Naja, planlos aus. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, dass ich auf oder in oder irgendwas mit dem Flugzeug machen muss. Das ist so meine Erinnerung. Und ich denke eigentlich, dass sie stimmt. Aber die Frage ist, wie? Tja. Wenn ich das wüsste. Ich bin gerade... Ich wüsste auch nicht... Ja, total viel Worte, ne? Total viel Information. Ne, ich könnte nicht hangeln. Ja. Willst du?
Ich bin gerade, ich kann auch nicht viel sagen gerade. Mir fällt nichts ein. Meine Worte sind auch so planlos wie mein Gedächtnis. Wie Laras Kopf. Kann ich, nee, das ist ein Schräge. Es sieht überall so aus, als ob man kein Deutsch kann. Als ob man da hochkommt. Hier ist so eine, diese Ecke. Also, wisst ihr, was ich meine? Naja, das sieht doch so aus. Ich kann mich nicht mehr ausdrücken, als ob man da hochkommt. Ach, man kommt nicht hoch. Es sieht aber so aus. Aber das ist Fake. Man kommt da nicht hoch. Ja, planlos. Ich würde sagen, ich melde mich einfach mal wieder, wenn ich nur einen kleinen Fussel von Fortschritt gefunden habe. Auch wenn es so ein Fussel ist. Sowas wie Nebel. Ich weiß nicht, was der macht. Wahrscheinlich wird man sowieso mir nicht zeigen, was dieser Hebel machen würde, wenn ich einen finden würde. Aber es ist Fortschritt, das ist Fortschritt. Also, ich würde sagen, ich habe keine Ahnung. Ich melde mich wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe. Ja, bis irgendwann mal, ne?